Hallo, willkommen. Die Folge 11 von FutureNet ist da und ich komme gerade frisch aus der Börse und öffne voller Stolz meine User-ID und ihr seht, dass ich mich wieder auf 1,3 Billionen hochgespielt habe und dementsprechend dürfte jetzt Geld keine Rolle mehr spielen für mich. Ich schlage vor, dass dass ich jetzt einmal wieder hochspringe zu den Education Centers, um mir jetzt hier bei Edusho den höheren Rang zu verpassen. Ich finde, das ist irgendwie wichtig. Man kann sich Bildung kaufen. Also man kann sich jetzt einfach wahrscheinlich so irgendeinen Abschluss kaufen und zack, kann man irgendwo rein. Das ist ja wieder sehr kritisch. Okay, ID-Card, bitte sehr. Glückwunsch. Vielen Dank für die Wahl von Edusho. Oh. Auch wieder so ein Jahrmarkt-Ding, ne? Willkommen der Edusho Schnelllern-Universität, die Pioniere der 1-Minute-Graduierung. Danke für die Entscheidung, Ihre Graduierung bei uns zu machen. Wir wissen, dass in der heutigen, sich schnell entwickelnden Arbeitswelt die Ausbildung und Zeugnisse für einen Karrierewechsel manchmal schnell benötigt werden. Aus dem Grund bieten wir unsere patentierte 1-Minute-Graduierung an. Unsere kritische Kundschaft sucht diese Art Schnelligkeit und Komfort und wir sind stolz auf unseren schnellen Service. Vor Ihnen befindet sich das, was wir als die virtuelle Universität bezeichnen. Wenn Ihr Curriculum beginnt, werden Sie einige Blitze sehen, seltsame Geräusche hören. Sie werden sich nicht so fühlen, als ob Sie irgendetwas lernen. Aber wenn Sie fertig sind, haben Sie gleiche Expertise und, noch wichtiger, den gleichen akademischen Grad wie jemand, der ein 4-jähriges Studium hinter sich hat. Wählen Sie einen Kurs im Startfenster oben. Drücken Sie den Startknopf und entspannen Sie sich. Wir werden für Sie studieren. Okay, Wahnsinn. Das klingt ja toll. Das klingt auch wieder ein bisschen nach Matrix, ne? Elektrolyse, Halluzinogene, Dimethyry, Rosettenkristalle, Synchro Robotics, Solchim Mimics, Soil Literature, Auto-Rhetoric, Meta-Management. Was brauche ich für Cybermedizin vielleicht? Das merke ich mir schon mal. Brain Surgery, Hyperphysics, Boolean Accounting, Art, Pondering, Creative Thinking, Intellectronics, Inner Avatar und wieder Gun Repair. Okay, also wir hatten ja, wenn wir auf das Dossier gucken von Michaela, sie ist irgendeine Analytikerin. Aber ganz im Ernst, wenn ich in das Medi-Dings rein möchte, in das Medico, dann wäre ich doch wahrscheinlich wirklich Cyber... Was war das? Cybermedizin? Brauchen? Was anderes ergibt doch gar keinen Sinn. Das mache ich jetzt einfach. So, jetzt nicht erschrecken, jetzt gibt es ja anscheinend Blitze. Schauen Sie in die Konsole und entspannen Sie sich. Öffnen Sie Ihren Geist. Das Curriculum beginnt. Scheiße. Oh Gott, ich muss das Big Bang Theory Intro tausendmal gucken. Erinnere mich auch an diese Lost-Szene. Aus der ersten und zweiten Staffel, glaube ich. Ich hoffe, ihr guckt da nicht wirklich rein. Für epileptische Anfälle übernehme ich keine Haftung. Ein Diplom. Dank des Eiffelturms kann ich jetzt Cybermedizin. Alles klar. Gratuk, Sie haben soeben graduiert und haben den gewünschten akademischen Grad. Viel Glück in Ihrer neuen Karriere. Auf Wiedersehen. Danke. Das Ganze hat mich doch ganz stark, also beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, wenn das Spiel heute rauskäme, wäre es ein Achievement, alle Abschlüsse zu machen. Also theoretisch könnte ich ja, denke ich, alle machen, wenn ich halt genug Kohle verdiene, aber da wäre ich ja wahnsinnig. Also an der Börse, ich sag's mal so, das macht jetzt nicht so viel Spaß. Ich guck mir das Diplom nochmal an. Boah, Alter.
Ist das unscharf? Was? Ich krieg die, da krieg ich da Kopfschmerzen von. Junge, okay, also dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt doch mal unser Glück bei der Medico. Wo haben wir's? Hier war das, bei den Business Notes. Also ich hoffe doch mal, dass dieses Diplom Beweis genug dafür ist, was für ein krasser Mediziner ich bin. So, dann. Wo haben wir's? Wo war? Hier. So. Danke, Doktor, und willkommen zum MedicalNet. Möchten Sie... Yes, jawohl, möchte ich, natürlich. Sie haben nun Access-Zugang zu MedicalNet Services. Was immer das bedeuten mag in der Praxis. Die CD lädt. Das sieht gerade aus wie so eine Deutsches Rotes Kreuz Erste-Hilfe-CD. Auch der Herzschlag im Hintergrund, das macht mich ja ganz kirre. Als ein geprüfter Doktor der Cybermedizin dürfen Sie unsere gewaltigen Ressourcen jederzeit nutzen. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen streng vertraulich sind. Wählen Sie ein Ziel. Boah, auch wieder dieses Unscharfe. Was soll das denn? Du, vielleicht mache ich erstmal. Vielleicht kann ich mich ja selbst diagnostizieren. Das wäre doch was. Ja, das geht tatsächlich. Ja, Aufnahme, ne? Ihr Avatar wurde soeben verändert. Eine Datei? Okay. Bitte finde eine Behandlungsmethode. Ihr Rezept für... Wir können kein Rezept für Sie erstellen. Die Neuralink-Verbindung Ihres Avatar-Algorithmus ist durch eine abweichende Codesequenz beschädigt. Es gibt keine bekannte Lösung für dieses Problem. Vergleichbar ist Ihr Code im Protokoll 1 Ellie. Oh Gott, Ellie steckt wirklich dahinter. Ich glaube es nicht. Also das Item-Protokoll Ellie sorgt dafür, dass es mir schlecht geht. Und Sie haben ja auch gesagt, im Sub-Algorithmus 17 oder Code-Zeile 17 war das, glaube ich, ne, wo das Problem ist. Tja. Aber hä? Protokoll 1 ist Björn, nicht Ellie. Naja, egal. Das werde ich jetzt einfach mal akzeptieren müssen. Kann ich hier was hacken? Ne, schade. Gut, dann springen wir erstmal wieder zurück ins Hauptmenü. Überhaupt, hier hätte ich mal gucken sollen, ob ich hacken kann, oder? Ach, das ist langweilig, ich will was hacken. Ja, was machen wir dann? Forschung, vielleicht finde ich da ja... Wobei, ich gehe erstmal die anderen Dinger durch, denn ich denke, bei Forschung werde ich da gleich die eine finden. Und ich schaue mal kurz, was es hier sonst noch gibt. Sollten Sie eine bestimmte Person suchen, dann können Sie eine Namenssuche starten. Aha. Ach, ist der Name deswegen so schwierig? Michaela Cholomdelay. Michaela Cholomdelay. Kann man nicht... Dann mache ich mir erstmal nur den Vornamen. Dann machen wir nur den Nachnamen. Cholomdelay. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig geschrieben. Ich checke nochmal nach. Cholomdelay. Ja, sieht so richtig aus. Suchen wir mal nach Mohamed Chin. Papa Patient. Ja gut, wer sollte sonst Patient sein außer mir selbst? Victoria Cohn auch nicht. Ja gut, Ellie wäre ja komisch. Egal, dann schauen wir nochmal bei Rezepten nach. Ja gut. Forschung. Sie können sich durch die Berichte blättern. Metagnomie, das ist doch das Forschungsgebiet von Michaela.
Dr. Michaela Cholomdelay war eine der auf der südlichen Halbkugel meistgeschätzten Metagnomisten, einem unbekannten Feld intuitiver Forschung. Ihre Fähigkeiten waren ausgezeichnet, sie war die erste, die Bedeutung der Hellseherei zeigte. Sie zeigte, dass die symbiotische Beziehung zwischen User und ihren Avatar-Algorithmen dazu führten, dass das Individualverhalten komplexen, bereits voraussehbaren Mustern folgte. Also der Text ist hier auch nicht gut dargestellt. Ihre Fähigkeiten waren einzigartig und von großer Bedeutung. Einige Jahre später hatte sie auf, professionell zu arbeiten. Aber inzwischen arbeitet sie wieder für keinen geringeren als Super Game Co. Ihr neues Projekt ist als vorausschauende Game Theory bekannt und sie begann ihre Arbeit mit Nachdruck. Super Game Co. entwickelt nun geeignete Testprojekte für ihre Arbeit. Okay. Also muss ich zu Super Game Co. Ich habe gerade 600 Millionen Euro ausgegeben, um rauszukriegen, dass die bei Super Game Co. arbeitet. Meine Güte. Ich speichere mal eben. Wir sind ja noch nicht fertig mit der Folge, keine Sorge. Aber ich habe ja immer Sorge, dass das Spiel abstürzt. So. Folge 10. Dann gehen wir mal rüber. Hoffentlich bieten die jetzt zufällig Jobs an. Ich vermute ja schon fast, es ist so, aber man kann ja nie wissen, ne? Super Game Co. Play for pay. Yes, sie haben einen Job. Wenn du keine Stelle hast, dann hast du Glück. Das heutige Jobangebot ist eine Stelle als Spieletester in der weltbekannten Metagnomi-Abteilung. Drück einfach auf den Bewerbungsknopf und du hast die Stelle schon fast. Ja, so ein Zufall. Es ist genau das Ding, was die Michaela ja leitet, ne? Dann machen wir das doch. Nur einige kleine Tests, um deine Qualifikation zu testen. Oh nein, das ist wirklich die Stelle, wo das Spiel damals immer bei mir abstürzte. Zappe einfach die außerirdischen Eindringlinge in die Hölle und du bist auf dem Weg zu einer neuen Stelle. Bitte lass es funktionieren. Oh nein, es ist genau wie damals, ich glaube es funktioniert nicht. Und ich habe schon kommen sehen. Ja, das ist die Stelle, bei der ich damals FutureNet dann beenden musste, weil das Spiel nicht weiterging. Ja, es passiert einfach nichts. Das darf nicht wahr sein. Okay, ich habe echt das Gefühl, dass das Problem dann im Spiel selbst begraben liegt und dass das vielleicht einfach falsch, dass das irgendein Bug ist. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich das Spiel nach 15 Jahren doch noch beenden kann, aber irgendwie, es tut sich hier gar nichts, Leute. Oh, ich bin gerade echt verzweifelt. Es darf doch nicht wahr sein. Mir fällt auch nichts ein, also ich habe, die Maus ist auch weg. Und die Musik läuft noch so leise im Hintergrund weiter, wirklich ganz leise, und es passiert sonst gar nichts hier. Scheiße. Okay, also wir machen Folgendes. Es ist jetzt zwar ein Downer, aber ich werde die Folge jetzt erstmal beenden. Wir können ja zumindest auf der anderen Front noch versuchen, das Protokoll von der Victoria zu holen. Das geht vielleicht, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob das noch geht. Vielleicht muss man auch erst diesen Story-Arc abschließen, bevor man an Victoria ran kann. Kann natürlich auch sein. Aber das kann ich natürlich noch versuchen. Und dann, vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, das hier zu umgehen. Vielleicht finde ich ja irgendeine Lösung. Aber solange ich da keine Lösung habe, wird es höchstens noch eine weitere Folge geben, in der ich mich mit diesem Victoria-Ritz-Ding beschäftige. Und dann ist es vielleicht schon wieder vorbei. Es tut mir so leid. Ja, okay, dann ist das ein sehr trauriges Ende. Ich glaube, das ist von Traurigkeitslevel vergleichbar mit dem Ende von WWF Attitude. Folge 5 war das. Könnt ihr euch gerne angucken. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr etwas sehr Trauriges, im Prinzip unglaublich Unverschämtes sehen möchtet. Was für ein Downer. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir werden ziemlich genau bei 15 Minuten aus dieser Folge rausgehen. Ich hätte es mir anders gewünscht. Tut mir leid. Bis dann. Alles Gute.